Name ist Walid El-Scheik. Die meisten kennen mich als Gastronom in Düsseldorf. Meine Vita hat aber noch ein bisschen mehr zu bieten. Ich habe an der Folkwang-Hochschule in Essen im Fachbereich Darstellende Kunst Schauspiel studiert. Also im Schwerpunkt Schauspiel natürlich war auch Regie und Dramaturgie ein Bestandteil dessen. Und meine Leidenschaft, also erstmal war es nur der Brückerwerb, war die Gastronomie. Und das erwuchs natürlich zu einer absoluten Leidenschaft. Und nachdem ich dann lange, lange Jahre erfolgreich diesen Ort hier betrieben habe, die Anaconda Lounge, bin ich irgendwann mal zum Schritt gegangen und habe gesagt, nein, eigentlich muss ich all ist das, was mich in der Vita ausmacht, zusammenführen. Also bin ich hingegangen und habe angefangen, die Gastronomie nach meinem Gusto zu gestalten. Und dazu zählt Kunst, dabei ist die Kunst ein wesentlicher Bestandteil. Denn es geht nicht nur darum, Musik zu genießen, sondern man kann diesen Musikgenuss überhöhen, indem man den Raum, in dem man Musik genießt, einerseits durch die Anlage perfekt macht, aber auch den Raum an sich perfektioniert. Man benutzt matte Farben, um eine Tiefe zu erzeugen, denn man verliert sich im Raum, wenn man nicht weiß, wo die Wände sind. Und wenn man alles das, was man packen kann, was Identität stiftet, auch mit einem gewissen künstlerischen Anspruch gestaltet, hat man das ultimative Erlebnis. Und dieses ultimative Erlebnis gründet dann im Haptischen, im Visuellen und natürlich in dem, was man hört. Das ist ganzheitlich und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir heute hier stehen. Denn wenn man sich die Architektur anguckt, wird man gewisse Anleihen in der Geschichte finden. Es ist so, ich orientiere mich an der Stilistik des Art Deco, breche oder übersetze sie ins Hier und Jetzt und versuche da Identität zu stiften. Und über das musikalische Programm, das wir dann hier umsetzen, soll ich als Ur-Düsseldorfer, als gebürtiger Düsseldorfer, werde dann auch mit Düsseldorfer Größen oder mit Düsseldorfer DJs arbeiten und das Ganze hier für die Stadt dann wollen machen. Also ich bin Rudi Esch, der das Buch geschrieben hat, Electricity, vor 3 Jahren irgendwie im Suhrkamp Verlag erschienen, genau passend zur Buchmesse damals. In 2 Jahren hatte ich vorher so eine Entwicklungszeit, um das zu schreiben. Und mit den 50 exklusiven Interviews einen Roman zu kollagieren, weil das ganze Buch ist eigentlich nur wörtliche Rede. Und die Leute, die das damals zwischen 1970 und 86 in Düsseldorf in Bezug auf elektronische Musik erlebt haben, die durften halt selber ihre Erlebnisse schildern und ihre ganzes Equipment erklären und sonstiges. Und diese ganzen nur wörtlichen Zitate habe ich halt versucht, in eine Art roten Faden zu binden. Und deswegen lässt sich das Buch Electricity, wie ein anderes Buch auch, eben ganz gut lesen. Die Idee ist, dass die Leute selber sprechen. Nicht Rudi Esch erzählt, was so toll ist in Düsseldorf, sondern die Leute selber erzählen von ihren Erlebnissen. Dieses haben wir übertragen auf die Electricity Conference, weil wir gerne jährlich was für Düsseldorf machen wollten, weil Musik einer der neuen idealen Ausgangspunkte für Düsseldorf ist. Düsseldorf wird im Ausland identifiziert mit der Kunstakademie zum Beispiel. Die hat einen enormen Ruf. Wissen auch nicht alle Düsseldorfer, dass die Düsseldorfer Kunstakademie in New York gut gelitten ist und überall einen guten Namen hat. Genauso natürlich Bands wie Kraftwerk oder DAF oder Der Plan oder Neu. Vor allem ist eine Band, die heute im Ausland extrem gutiert wird, die in Düsseldorf bis heute kaum einer kennt. Wer kennt Neu? We'll be right back.
uns jetzt heute hier treffen, ist eigentlich nur, um quasi vier Generationen der Elektronikmusik mittlerweile in Düsseldorf zu erzählen. Weil in meinem Buch gehe ich zurück auf die Anfänge bis ins Cream Cheese und die Galerie Schmela und sonstige Sachen, die alle hier nur fußweitig entfernt sind. Oder den Ratinger Hof. Aber in der Anaconda Lounge, da wird halt jetzt die moderne Elektronikmusik zelebriert und ich würde sagen, das ist die vierte Generation von der nach wie vor lebendigen Szene. Die Wahrnehmung der elektronischen Musik in der Gegenwart leidet ja so ein bisschen. Man nimmt elektronische Musik entweder im Club wahr oder eben das, was daraus verwurstet wird, im Radio. Und ich jetzt als Schnittstelle, als einerseits gastronomischer Betrieb, der als Club auftritt und der die Feinheit der elektronischen Musik darbieten möchte, steht immer zwischen, werde ich kommerziell oder werde ich versiert? Das hat elektronische Musik in der Gegenwart die Fähigkeit, versiert zu bleiben und trotzdem sich ökonomischer, der Ökonomie nicht zu verweigern, denn man muss ja von irgendetwas leben. Das ist sehr komplex. Also als Musiker und Künstler, oder als Musiker ist man Künstler und immer nur dem Werk verpflichtet. Du machst immer genau das, was dich interessiert. Also es ist eine andere Sicht, als zu sagen, ich bin Gastronom. Als Gastronom möchte man ja wahrscheinlich den Raum liefern, irgendwie der so ein Erlebnis überhaupt garantiert oder eben schon einen erfolgreichen Club machen, damit man gemeinsam was erleben kann. Als Künstler oder Musiker selber ist man ja in erster Linie an den Ideen verhaftet. Warum mache ich das? Und erst in zweiter Linie, zumindest im besten Fall, ist es ja so, dass man dann auf die Verkaufszahlen schielt. Erst auf die Verkaufszahlen zu schielen, hat noch nie geklappt. Das machen ja nicht mal die Stones. Ja. Also was Kommerzielles machen zu wollen, ist super schwer und eigentlich direkt zum Scheitern verurteilt. Aber speziell Elektronikmusik, auch gerade in den Ursprüngen, ist halt eine der künstlerischsten Musiken gewesen. Also Elektronikmusiker kommen ja normalerweise selber von der Kunstakademie und machen ja Musik als Kunst und sind ja nicht unbedingt Musikkonservatorium. Das ist ja fast wie in England, wo eigentlich die Bands treffen sich an den Art Academies und nicht an den Musikhochschulen. Das ist nur ein Denken, was es in Deutschland noch nicht so weit gibt. Die einen denken, es gibt Kunst und Musik. Musik ist Kunst. Nur die Sorge, die man in der Gastronomie dann hat, oder ich als Clubbetreiber, ich möchte natürlich Werke präsentieren. Die werden dargeboten durch DJs. Und wir haben 52 Wochen im Jahr, dementsprechend viele Wochen am Tage. Und wir wollen ja auch konstant für unser Publikum da sein. Wie vermeide ich es? Also ich versuche natürlich Vielfalt zu bieten innerhalb dieses Raumes. Und diese Vielfalt bildet sich nicht nur in der Musik ab, sondern eben auch in der Architektur und in dem Getränkeangebot. Nur wie vermeide ich es, dass es sich immer und immer und immer wieder wiederholt? Denn die Produktion der elektronischen Musik hat nicht die gleiche Geschwindigkeit, wie wir jetzt zum Beispiel Wochen im Jahr haben. Ist es sinnvoll, da verschiedene Werke innerhalb eines Abends, innerhalb eines Kontexts aufeinanderprallen zu lassen? Und wenn das der Fall ist, welche Richtung oder Ausrichtungen innerhalb der elektronischen Musik würdest du in diesem Fall aus deiner Erfahrung heraus bevorzugen? Ach, für die ganz modernen Sachen kann ich das sowieso nicht sagen. Ich bin ja der Historiker. Mich fangen Sachen an zu interessieren, wenn die mindestens 25 Jahre alt sind. Das heißt, wenn eben etwas 25 Jahre alt ist, dann setzen es in Kontrast zu etwas Hypermodernem. Also ich meine, du machst einfach was anderes, was aber eben natürlich nicht weniger interessant ist. Was da interessant ist, ist, wenn DJs das präsentieren, dann ist es ja schon wieder ein künstlerischer Prozess. So wie die Sachen zusammenmischen, sind es ja nicht mehr einzelne Kunstwerke von anderen, weil dadurch, dass es irgendwie im Club präsentiert wird und live irgendwie gemischt wird, ist es ja schon wieder ein neues Kunstwerk und wieder was so ein Authentizitätsstreifen vermittelt, oder? Im besten Fall stehe ich da im Club und denke, hier passiert gerade was Wichtiges, was nicht so leicht reproduzierbar ist. Ja, ich glaube, das ist auch die Unmittelbarkeit oder das, was den DJ ausmacht, die Fähigkeit zu haben, Bekanntes, Produziertes so abzumischen, dass es für den Zuhörer
im Hier und Jetzt als unmittelbar und richtig, extrem authentisch daherkommen. Das ist, ja, das ist ein Angang und das ist eine Vision, die ich habe. Und ich denke, dass wir hier in Düsseldorf auch eine gute Basis haben mit Künstlern, wie einem beispielsweise einem Oliver Lin, der mit den Strandpiraten Großes macht, oder eben meinen Jungs wie einem Thomas Roschinzig, der mir seit fast 18 Jahren hier treu ist und vernünftige elektronische Musik. Ich glaube, das ist etwas, das ist so das Resümee, das ich aus der ganzen Geschichte ziehe. Das Urvertrauen zu haben, einerseits in die Stadt und ihre Bewohner, die dem Ganzen offen gegenüberstehen, und gleichzeitig an die Künstler dieser Stadt, die über die Jahre auch in der Delle, beziehungsweise in der Delle der Wahrnehmung der elektronischen Musik, dem Ganzen treu geblieben sind und nach wie vor heute da stehen, teilweise noch Vinyl mitschleppen und das Ganze präsentieren. Also da bin ich hast du auf jeden Fall Glück, weil Düsseldorf ist ein guter Standort dafür, weil er eben diese Geschichte und Tradition hat und gleichzeitig weil was Modernes, Neues passiert. Das ist halt nicht überall so. Und weil auch durch die Kunstakademie, und da schließt sich der Kreis wieder, wir haben in der Kunstakademie Charaktere, die Gesellschaft infizieren mit einem Sinn für Neues, Radikalem teilweise, und nicht dem gewohnten Weg, also den Kommerz quasi ausweichen. Das ist tatsächlich in keiner anderen Stadt wie Düsseldorf, das ist eine Düsseldorfer Lobhudelei, aber in keiner anderen Stadt wie Düsseldorf ist das auf dem Niveau möglich. Da bin ich schon ganz happy damit. Ja, ne? So, dadurch, dass du ja mehr als 10 Jahre jünger bist als ich und auch in Düsseldorf groß geworden bist und in Düsseldorf geboren bist, genauso wie ich, würde mich natürlich interessieren, wie dir das vorkommt, ob das alles total langweilige Geschichten sind mit einem langen Bart, wenn du irgendwas vom Rattinger Hof hörst, oder eben heutzutage jetzt quasi die Medien anfangen, Bands wie Duff auf so einen Thron zu heben und zu sagen, Tanz de Mussolini, was für ein geniales Stück und was für eine großartige Band, und man jetzt eigentlich im Nachhinein erst so eine Wertschätzung erfährt, weil uns ging es ja früher so wie den heutigen Musikern, es hat ja niemanden interessiert, was wir gemacht haben. Man muss ja irgendwie 25 Jahre lang warten, damit dann jeder irgendwie auf einmal den Arsch nachträgt. Wie kam dir das jetzt vor? Oder ist da irgendwas interessant gewesen? Es ist tatsächlich so, dass Künstler wie Kraftwerk oder wie Duff das Leben ja, ohne dass es einem selbst bewusst wird, gerade in Düsseldorf, unentwegt begleiten. Es sind immer wieder Namen, die auftauchen. Es sind immer wieder Messlatten, die zu erreichen sind. Und man kennt diese Songs. Aber in dem Moment, in dem man sich dann aufgrund der Tatsache, dass man sich innerhalb dieser Kreise und innerhalb der Szene, die sich mit elektronischer Musik auseinandersetzt, rumtreibt, und man in dem Moment, in dem man sich dann darauf konzentriert und guckt, was bedeutete es eigentlich für Kraftwerk zu der Zeit, das zu machen, und ich kenne es ja, es ist ja nichts Fremdes für mich, dann hat man einerseits, ist man einerseits stolz, man sagt, Mensch, jetzt wo ich mich damit auseinandersetze und es mir bewusst mache, ist es schon toll, in der gleichen Stadt zu leben, in der das Ganze entstanden ist. Andererseits ist das auch Ansporn für einen zu sagen, aus dieser Historie und aus dieser Selbstverständlichkeit innerhalb der Stadt heraus bringe ich das Ganze auf ein neues Level. Denn wir machen heutzutage auch mit der Technik, die wir haben, mit dem Licht, mit Videobeamern, mit Möglichkeiten an CNC-Fräsen Oberflächen zu schaffen, wir versuchen, diese Authentizität, die Kraftwerk in ihrer Musik zwar elektronisch produziert, geschaffen hat, diese versuchen wir jetzt in mehrere Sparten zu erweitern und dann wieder zusammenzufügen. Das heißt, das Erlebnis aus dieser Hörgenuss alleine reicht heutzutage nicht mehr. Wir sind in einer Gesellschaft, die hochfrequent ist. Wir können über zig Medien konsumieren, über das Internet. Wir haben das Internet permanent bei uns. Wenn wir in der Straßenbahn sitzen, haben wir Bildschirme vor uns sitzen. Im Radio, im Auto haben wir Digitalradio mittlerweile. Und was ich mache, ist, ich versuche, diese Komplexität der Einflüsse zu bündeln. Ich schaffe einen Raum, ich gehe hin und nehme mir auch dafür Düsseldorfer Handwerker, so wie Kraftwerk eigentlich Düsseldorfer Handwerker der Musik waren, nehme mir DJs nehme mir Personal, die das Ganze auch leben, und versuche daraus einen ganzheitlichen Genuss zu schaffen. Und wenn ich dann sage, Mensch, in der Historie von Duff und Kraftwerk setze ich was Neues hin, dann ist das für mich... Aber du würdest jetzt nichts davon spielen können, oder? Doch, Autobahn könnte man schon als Intro spielen. Oder auch späte Kraftwerk-Sachen, genauso. Späte Kraftwerk-Sachen könnte man auch spielen. Es ist...
es würde noch nicht mal auffallen, dass es altes ist. Das ist ja hochaktuell und das ist ja das, das ist das Zeitlose, was die elektronische Musik ausmacht. Weil schlicht und ergreifend Töne kann man keine neuen erfinden, sondern man kann sie verzerren, man kann sie verfälschen. Aber der Ton bleibt immer der Ton, so wie die Farbe auch immer die Farbe bleibt. Nur die Art und Weise, wie sie sich darbietet und wie sie empfangen wird und wie sie gesendet wird, das ist das, was sich verändert mit der Zeit. Und deswegen verändert sich auch so was Klassisches wie die Autobahn, wenn ich das heute über die Anlagen laufen lasse, die wir zur Verfügung haben. Und wenn ich das Ganze noch mit Videokunst, wie es Kraftwerk heutzutage auch macht, überhöhe, und einen 3D-Effekt dazu bringe, dann führt das zu einem Genuss, den Kraftwerk sich vor 30 Jahren auch nicht vorstellen Nein, konnte. Vor allem, was eine total aktuelle Darbietung ist. Absolut. Was Sie hier im Ehrenhof gemacht haben, hat ja musikalisch eigentlich gar nichts mit Autobahn zu tun und ist gleichzeitig genau der gleiche Song. Das ist es. Deswegen ist es, die Musik ist eine Kunstform, die nicht verstauben kann, so, weil sie immer wieder neue Medien hat, von der sie abgespielt werden kann und weil man sie immer wieder erweitern kann. Also in dem Moment, in dem ich den Raum, in dem ich diese Musik wahrnehme, verändere ich auch die Musik, obwohl sie gleichbleibend ist. Das heißt, die Genüsse, die dadurch erzeugt werden, sind neue Genüsse. Und das ist doch das, was wir als Konsumenten am Ende des Tages brauchen. Wir wollen genießen. Klar. Und das macht spannend. Stop.